Immerhin haben wir schon mal Level 7. Und jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich das hier einfach, dann reiße ich das lieber nochmal raus. Vielleicht mache ich das auf der anderen Seite doch auch nochmal so. Dann können wir, falls wir später noch Felder hinzufügen wollen, was wir niemals tun werden. Das weiß ich jetzt schon. Weil ich bin doch auch ein bisschen froh, wenn die Plackerei hier mal ein bisschen zu Ende ist. So, dann mache ich hier einfach mal den hier. Und das wird letzten Endes viel mehr Zeit sparen, als wenn wir jetzt noch für die anderen Felder da hinten reingraben müssen. Dann machen wir das lieber wirklich mit der höheren Decke, ganz ehrlich. So. Da haben wir schon ein bisschen angebracht. Ah, die Sonne, ich freue mich. Ach, endlich mal wieder ein bisschen Sonne sehen hier. Wir sind so eine Kellerkinder. So, dann bringe ich mal hier den ersten Kobbel an. So. Hallo, hallo. Gut, dann müssen wir hier natürlich auch dementsprechend noch abbauen. Und dann wird das natürlich alles Wand. Und hier kommt dann natürlich auch dicht. Kommt dann alles Kobbel hin. Kobbel, Kobbel, Kobbel. Mr. Kobbelpot. Kennt ihr mal Mr. Kobbelpot eigentlich? Wer, den kennt jemand nicht? So. Es dauert mir so zu lang. Ich mach das mal lieber so. Ich muss gleich noch gucken, wie ich das, wie ich den Redstone dann nach oben kriege. Das muss ich gleich nochmal gucken. Das weiß ich gerade nämlich. Oh. Das weiß ich gerade nämlich nicht. So, 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 so. Huch. Muss ich gleich mal austesten. Ich weiß noch nicht. Wow, Moment. Ich glaube, das wird so noch nicht direkt funktionieren, oder? So, da haben wir Redstone und hier haben wir dann quasi, sagen wir, wir haben da noch Redstone, der geht dann hier durch. Und könnte dann da ja quasi erst hochgestuft werden, sozusagen. So, dann geht er da quasi lang, dann haben wir den immerhin schon mal da oben drauf. Und hier geht er so lang, das müsste eigentlich gehen und dann kommt der wieder da raus und der müsste dann ja quasi. Das müsste eigentlich gehen. Dann sparen wir uns ein bisschen Breite. Sparen wir uns ein bisschen Breite beim Redstone. Dann ist es zwar nicht mehr so übersichtlich wie da hinten, aber dafür sparen wir halt auch eine Menge Platz. Dann brauchen wir nämlich eigentlich nur noch hier dicht machen. Und schon haben wir gegenüber der anderen Seite eine Menge Platz gespart. Das hätte ich da vielleicht genauso machen sollen. Wahrscheinlich mache ich es da auch noch genauso. Damit wir es auf beiden Seiten natürlich wieder symmetrisch haben. Oh. Wobei das hier jetzt natürlich, aber ist egal, da kann man nicht. Kann ich jetzt natürlich hier so einen kleinen Special Room machen. Dann mache ich hier einfach so. Zack. Da ist natürlich ein bisschen ekelhaft jetzt mit dem Fluss. Das kriegen wir aber bestimmt noch hin. Jetzt haben wir da natürlich ein bisschen Spawning-Attacke. Können wir theoretisch zubauen oder wir lassen da einfach Fackeln drin, so ein paar mehr. Damit hier nichts spawnt. Das müsste eigentlich reichen, wenn man hier und da mal eine Fackel anbringt. Da so. Hier so. So, müsste eigentlich reichen. Und jetzt bauen wir das Ganze zu. Und das
muss dann eigentlich auch genug sein. So. Uns begleitete wieder mal ein Song aus den allerersten Minecraft-LP-Tagen. Ach Mist, hier kann ich ja nicht einfach so bauen. Da muss ich ja jetzt ein bisschen aufpassen. So, da bauen wir es zu. Schon haben wir die Wand zu. Und das reicht dann auch. Da hinten den Raum war weg. Und das sieht schon wesentlich übersichtlicher aus als noch unsere andere Seite. Dafür machen wir oben aber auch mit Kobbel dicht. So viel Zeit muss sein. Ich bin froh, dass die Hühner zum Glück gar nicht nerven da oben. Aber die haben ihren Spaß im Bad. Weißt du, das ist ja der immer noch das Hühner-Spaßbad. Den muss man ihnen einfach gönnen. Nicht jeder baut ein Freibad für Hühner. Wo sie vor lauter Freude immer wieder Eier legen und die uns natürlich aus Dankbarkeit servieren. Das sind Minecraft-Hühner. So machen die das. So zeigen die auch ihre Dankbarkeit. Und wer was anderes sagt, ist ein Lügner. So, die kommen alle hier noch weg. Dann haben wir gleich alles mit Kobbel zugezogen. Dann haben wir die Höhle hier auf der Seite soweit auch fertig. Dann können wir den Redstone da reinziehen und den entsprechend verhebeln. So, müssen halt nur überall noch Fackeln anbringen, damit hier nicht alles so düst. Alter, wie ich mich da manchmal verjage. Das sind die Horror-Sounds für Caves eigentlich. Für Höhlenerkundungen, die wir hoffentlich bald wieder machen. Und dann natürlich wieder mit einer Höhlen-Playlist im Hintergrund und nicht dem gleichen Sponsens wie sonst immer. So, gleich haben wir es ja zugebaut. Da hinten die Wand ist noch ein bisschen imperfekt, aber dafür, wir machen ja Fortschritte. Huch. So. Kingdom Hearts 2. Ich hoffe, da kommt irgendwann ein vierter Teil bei raus. Weil dann machen nämlich alle die gleichen Witze über den Namen. Kingdom Hearts 4 wäre mir auch ein persönliches Highlight. So, ich glaube, auf der anderen Seite habe ich das alles noch aufgebaut. Aber da wir hier quasi nach unten kommen, obwohl doch, das kann ich eigentlich auch machen, auf dieser Seite hier, das mache ich aber nicht jetzt. Vielleicht später irgendwann, aber ganz ehrlich, wir brauchen den Platz ja auch gar nicht. Im Grunde genommen könnte man auch hier eigentlich zumachen, komplett. So, dann kommt man halt hier hoch. Hier ist es halt ein bisschen kleiner als auf der anderen Seite, was aber völlig in Ordnung ist. So, hier ist alles ausgekoppelt, ne? Genau. Dann können wir bald schon Redstone holen. Hier geht es dann eben ein bisschen höher weiter, aber dafür geht der Redstone dann hier hoch. Ich meine, hier kann man mit der roten Fackel einfach was machen. Mit der Redstone-Fackel kann man das nach oben bringen, aber scheiß doch drauf, wieso kann man es nicht so machen? Da gibt es ja mal diese ganzen selbsternannten Redstone-Experten, die dann immer grundsätzlich alles anders machen als man selbst. Oder beziehungsweise alles, was andere anders machen als sie, ist schlecht. Ja, und da darf man aber nichts drauf geben. Das darf man überhaupt nicht machen. Ich bin froh, wenn es funktioniert. Und dafür haben wir ja eigentlich eine gute Apparatur hingestellt. Die reicht mir persönlich schon so. Was soll ich denn mit noch mehr? So. Jetzt haben wir Redstone. Hier fehlt noch die Wand. Die ziehen wir bei Zeiten natürlich auch noch rein, wie gesagt. Hier, das machen wir mal eben, einfach weil sie es anbietet, dass wir das ganz schnell nochmal fertig machen. Ansonsten haben wir ja eigentlich soweit alles durch.
Ja, sieht gut aus. So, hier oben ist auch schon alles zugekoppelt und dann kann man sagen, wir verlegen mal fröhlich, Alpha Bipsch, verlege, weil ja fröhlich war. Hier, la 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 la. Ich glaube, da bieten sich natürlich Repeater an, die man da reinbauen sollte. Vielleicht, ich glaube, das haben wir auf der anderen Seite auch so gemacht, kann ich nachher mal gucken. Wobei, auf der anderen Seite habe ich ja eh so ein Geschwurbel. So, ach, scheiße, hier geht's natürlich nicht. Daran habe ich nicht gedacht. Scheiße, wie mache ich denn das jetzt? Das müsste ich eventuell so machen. Naja, was soll's. Ist nicht schön, aber reicht. Vielleicht mache ich das einfach vielleicht schon hier vorne. Mache ich das einfach so, dann haben wir gerade und ungerade. Aber andererseits kann ich da nicht drüber schreiben, wofür es gut ist. Guck mal, dann kann ich hier immer noch einen lassen. Ich glaube, das mache ich dann so. Ja, ich glaube, das mache ich dann so, dass ich dann hier einfach schon und dann müsste ich aber dann hier und dann da. Das ist besonders schön, hier rumzuspringen und Redstone zu verlegen. Vor allem bei so einer weiten Strecke macht das bestimmt viel Spaß. Aber dafür sparen wir halt eine Menge Platz, das ist schon okay so. Und hier kann man zwar jetzt nicht in jede Ritze rein sozusagen, aber immerhin, das sind ja auch nur die Kabelschächte, ne? Muss man ja auch mal so sehen. Hüppala. Und wenn man außen rumlatscht. Hui, ich fürchte, wir werden noch Redstone brauchen, aber wir haben ja noch eine Menge Redstone, glaube ich, in der Dacha, im Lagerhaus. So, das kommt dann an das hier. So. Freue ich mich ein bisschen. Haben wir schon einen verlegt. Naja, ist ja super. Ich glaube, das mit den anderen wird ein bisschen problematischer. Eigentlich brauchen wir das hier ja gar nicht. Ich glaube, das mache ich mal anders, damit es ein bisschen besser aussieht. So, das mache ich dann mal so und dann mache ich da vielleicht alle paar Dinger, mache ich da mal was hin und dann kann ich da auch Fackeln setzen. Kann ich an die Füße immer Fackeln setzen. Dann haben wir nämlich den Gang auch beleuchtet, dann sieht das ein bisschen nach was mehr aus. So, da ist der Redstone auch schon alle und... Wir holen uns dann das hier und da geht's nicht. Da müssen wir mal gucken. Dann können wir hier theoretisch können wir alle drei Dinger an so einen Fuß hin machen. Oder ist das zu viel? 1, 2, 3, Fuß. 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 3, Fuß. 1, 2, 3, Fuß. 1, 2, 3, Fuß. 1, 2, 3, Fuß. Oh Gott. Dreh ich ja durch. Ich glaube, so weit muss der aber auch gar nicht. Und dann können wir aber an die Füße halt immer... So, siehst du, kannst du immer so machen.
Und dann bringe ich da quasi immer alle drei Dinger so eine Fackel an. Und wir haben es trotzdem noch einigermaßen symmetrisch. Oh! So, keine Ahnung, wie weit ich da muss. Das sehen wir ja dann. Und wir können auch hier wieder immer fleißig eine Fackel anbringen. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber lieber so als andersrum. Weil ich möchte ja nicht, dass hier irgendwelche heiteren Gesellen spawnen. So, klappt super. So, damit kämen wir so langsam hier hin. Welche? Oh, Fable. Der innerste kommt an den ersten Hebel natürlich. Und wir haben jetzt ja tatsächlich vier. Ich weiß ja nicht, was ich mit dem fünften Hebel machen soll. Ich kann hier natürlich noch einen Hebel anbringen. Wir haben ja noch ein bisschen. So ist es ja nicht. Aber damit können wir nur vier Felder bestellen. Wobei, wir haben momentan auch nur vier Felder. Mit dem fünften können wir uns ja was einfallen lassen. Zukunftsgronk, haha. So, ist jetzt natürlich wieder ein bisschen übertrieben mit den Fackeln. Hat sich ja jetzt wieder alles ein bisschen erweitert. Das heißt, wir können dann wirklich jedes Feld manuell bedienen. Naja gut, es war euer Wunsch, ne? Es war ja euer Wunsch, so. Jetzt muss ich trotzdem mal gucken. Das hier habe ich, glaube ich, auch zu weit gebaut. Und das müsste dann hier sein. Vier Hebel haben wir. Eins, zwei, drei. Da kommt das Innerste hin. Dann würde sich hier alles wieder um einen verrücken eigentlich. Dann müsste ich auch die Repeater wieder anders anbringen. Naja, das wird schon. Das hätte ich vielleicht vorher machen sollen. So, dann haben wir auf der Seite zumindest den ganzen Tunnel schon mal fertig. Und nicht wie auf der anderen Seite so alles halbfertig wieder stehen und liegen lassen. So, Moment. Das grabe ich gerade noch raus, dann haben wir das immerhin schon mal direkt da. Und jetzt können wir hier einfach zutrichtern. So. Na. Ja, das wird jetzt ein bisschen tricky, das hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Naja, klappt mehr schlecht als recht, aber wir kriegen es gebacken. Das ist die Hauptsache. Und jetzt machen wir da oben dicht. Jetzt machen wir schließlich noch den Rest vom Fest und dann... Nein, keine Kobbels mehr? Was? Hohn! Welch ein Hohn! Theoretisch könnte ich die da hinten abbauen. Oder die da. Ist es die da, die an der Eingang steht? Na ja, gut, so sieht das dann hinterher aus. Ich bin sehr gespannt. Hauptsache, unsere Hebel funktionieren. Und mal schauen, wie ich das hinkriege. Ich hole jetzt nochmal ganz kurz die Kobbels aus der Kiste. Aber dann mache ich wirklich mal eine Aufnahmepause, weil ich jetzt schon wieder so lange hier am Rumdoktoren bin. Kobbels. So, ich glaube, das reicht. Alter, was für ein Aufwand für diese Riesenapparatur. Das glaubt einem doch keiner, was man hier veranstaltet. Ach, siehst du, hätte ich nochmal Redstone holen können. Aber ich glaube, das mache ich dann auch in der nächsten Aufnahme. Da kann sich dann
wie immer der Zukunftsgronk drum kümmern. Huch. Was ich vielleicht nochmal mache, ist da hinten den Kobbel wegreißen. Wenn, dann machen wir es jetzt richtig. So, ich weiß, haben wir alles so mühsam hier dran geklatscht, aber ganz ehrlich, dann sparen wir uns doch lieber ein bisschen Platz und haben das Ganze ein bisschen übersichtlicher oder ein bisschen... Guck mal, hier hätten wir eh noch alles wegreißen müssen, mal sparen wir uns sogar noch ein bisschen Zeit. So, da müssen wir halt nur die Decke noch eine in die Höhe bauen, den Redstone nochmal neu auslegen, aber das wird nicht so lange dauern. Dann haben wir die ganzen Felder angebunden, dann kommt schließlich das Masterkabel. Da muss ich mal gucken, wie ich das genau am besten anbringe, das weiß ich jetzt... Nein! Nein, Sonne, ich verbrenne! Warte. So. Wie gesagt, das weiß ich jetzt noch nicht so genau, wo ich das Masterkabel verlege. Das wollte ich ja eigentlich da in Richtung Schwimmbad machen. Aber irgendwo kriegen wir das da hinten schon verlegt, in irgendeiner Nische. Und dann können wir schließlich alle Felder anbinden, alles anbinden und dann geht's richtig los. Boah, da freue ich mich schon drauf. Das erste Mal Probelauf machen und so weiter. So, ich mache das jetzt einfach mal so. Einfach hier in Zweierdingern und dann muss ich mal gucken, wie weit müssen wir da eigentlich? Ich glaube, wir müssen gar nicht so viel abbauen. Dann mache ich da hinten lieber Fackeln rein. Dann haben wir noch ein bisschen Hohlraum da hinten. So. Haben wir ja gleich. Guck mal, sind wir schon fast wieder hier. Ist ja gar nicht so aufwendig. Und hier kommt dann eh die Wand hin. Das heißt, wir brauchen gar nicht mehr Kobbel abreißen. Weil hier sowieso direkt die Wand hinkommt. So, pass auf, mach mal eben so. Pup, 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 pup. Und hier bringe ich jetzt noch ein paar Fackeln an. Und dann muss ich mal schauen, wie genau, wie weit die Wand da geht. Und hier nochmal schnell zubauen. So, schon haben wir die andere Seite auch fast fertig. Da oben wird nochmal durchgekoppelt. Das kriegen wir aber auf jeden Fall hin. Da müssen wir vielleicht nochmal hier alles wegreißen. Aber das geht ja flottilotti. Mit unserer Superspitzhacke hier. Naja, außer da, wo Erde ist. Nein, der Weg. Ist das der Weg? Ist doch nicht... Ach, das ist der andere Weg. Stimmt ja, das ist ja der Wanderweg an der Dingenshöhle, an der Assi-Höhle. So, hier reißen wir es alles weg, bla la 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 la, und dann machen wir gleich die Decke rein und dann haben wir diese Seite soweit auch fertig. Wenn man diese Bauten hier macht, diese gleichen Bauten, dann stumpft man auch beim Quatschen so ein bisschen ab. Dann erzählt man irgendwann nur noch, was man hier gerade macht, anstatt irgendwelche interessanten Sachen. Das tut mir natürlich leid. Man sieht ja, was ich hier gerade mache. Da muss ich ja nicht nochmal extra sagen. Ärgert mich selber mal so ein bisschen. Aber das ist bei diesen Großbaustellen halt so, da steckst du nicht drin. So, ach komm, das mache ich am Ende. Und jetzt mache ich hier erstmal... Na. Und jetzt von der Seite, dann haben wir es ja gleich. Na super. Wenn das weiter so geht, kann ich ja mehr abreißen als hinbauen. Nein, jetzt habe ich den Weg da oben zugebaut. Das geht natürlich nicht. So. Konzentration ist eigentlich nicht gefordert. Ich gucke trotzdem nur.
Dass es richtig passt. Jetzt hier können wir wegmachen. Das können wir alles einebnen. Das hier muss noch zu Cobbles werden. So, und ich weiß, ein paar wollen ja gerne Baustellen-Hopping haben, dass wir da von Baustelle zu Baustelle hüppen. Und dann wiederum andere wollen dann gerne, dass man die Baustelle erstmal zu Ende macht. Also wenn man Baustellen-Hopping macht, gibt es wieder die, die sich beschweren, dass man nicht die eine Baustelle erstmal zu Ende macht und dann gleich die nächste hat und so weiter und so fort. Egal, was ich mache, ich kann es nicht jedem recht machen. Das heißt, auch wenn ich jetzt von Baustelle zu Baustelle hüppe, gibt es wieder andere, die sich beschweren. Und egal, zu welcher Fraktion ihr gehört, es tut mir leid. Aber es ist nicht anders lösbar, als es einfach mal so zu machen. Es geht einfach nicht anders. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich da oben am gewieftesten rein natürlich, ohne dass da was über Kreuz geht dann nachher. Na, das kann ja noch heiter werden. Ob ich das da so hinkriege, weiß ich noch nicht. Wobei, das müsste eigentlich gehen. Ja, schauen wir mal. Irgendwie wird es schon klappen. So, hier müsste ich jetzt alles neu verlegen, aber das überlasse ich, glaube ich, auch mal den Zukunftsgronkh, weil ich mache jetzt persönlich eine Aufnahmepause. Hier unten, das lasse ich mal, dass man da reingehen kann und so ein bisschen, ne, die Kabellage und sowas. Hier mit dem Feld, das wird natürlich dann noch angeschlossen, dass wir die Felder einzeln machen. Das heißt, ich muss da hinten den ganzen Redstone wieder entwirren, die Schaltung, die wir da haben. Da machen wir es uns wesentlich einfacher. Und dann können wir hoffentlich bald endlich mal die Felder ernten. Also langsam werde ich auch ungeduldig. Und wir sehen uns erstmal wieder in der nächsten Aufnahme. Bis dahin. Tschüss. Wie? Famous Mr. Ed. So, tschüss. Hallo Freunde, da wären wir also wieder bei einer weiteren Runde Minecraft und wir müssten, wenn mich nicht alles täuscht, müsste das hier jetzt, huch, da schwamm noch gerade was hoch. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das jetzt Folge 900 und aus diesem Grunde haben wir heute wieder eine dezente Überlänge, wie ich vermute. Ich kann es jetzt noch nicht wissen, weil ich ja jetzt erst anfange aufzunehmen gerade und habe das versucht so abzupassen, dass wir genau auf Folge 900 kommen und mir fällt gerade auf, ich habe die Sichtweite ja noch vom letzten Rutsch, dass ich ja von da oben aufgenommen habe, habe ich die Sichtweite noch vergrößert und guck mal da hinten, die Fackel. Boah, die sieht man bis hier. Das müsste, wenn mich nicht alles täuscht, der Hundefelsen 3D sein. Da waren wir auch schon Ewigkeiten nicht mehr. So, irgendwie schliert das heute ein bisschen. Ich guck mal ganz kurz, ob das jetzt vielleicht daran liegt, dass ich vielleicht... Sekunde, dann muss ich erstmal... Hier, siehst du mal, hatte ich noch auf plus 32 eingestellt. Hier, fertig. Und schon ist die Framerate wieder um 2 erhöht. Das ist ja unerhöht, quasi. Naja, sagen wir mal 28 ist sie gerade, nicht ganz 30 bei 28. Liegt jetzt daran, dass ich im Hintergrund noch ein paar Sachen offen habe, aber es ging leider nicht anders. So, ich wollte in dieser Folge, jetzt wo wir hier gerade so schön beisammen sind, wollte ich mal so ein paar Sachen machen. Und zwar haben die jetzt ausnahmsweise mal nichts mit dem Bauen zu tun. Ich dachte mir, ich höre jetzt einfach mal auf die vermehrten Wünsche. In dieser Folge können wir es ja machen, weil wir eben dezente Überlänge haben. Jetzt schmeiße ich mal alles ein bisschen in die Kiste rein. So, ein bisschen Erde, nee, brauchen wir auch nicht dabei, die nehmen wir... Ach, das war vom Lied. Ich bin verwirrt. Verwirrt mit Ö. Hier, ich bin verwöhnt. So, warte, ich pack da mal den ganzen Schlabumbel rein. Was ist das für ein Wort überhaupt, Schlabumbel? Habe ich noch nie gehört. Wer denkt sich so einen Scheiß aus? Stell dir mal vor, du redst mit Kumpels und sagst, ja, hier, Schlabumbel, Alter, der haut dir doch sofort in die Fresse und tut gut daran. So, pass auf, hier 27 noch rein, 16 Steintreppen, naja, gut. Hier 58 Pflastersteine nehme ich mit und tu die einfach hier rein, dann sortieren wir hier noch ein bisschen um, wir haben ja Zeit. Und 3 Eisenblöcke, der Eisenhans, der kommt einfach mal hier in die Kiste. Zu den 57 und damit rein, wir haben 12 Feuersteine. Also ganz ehrlich, diese Feuersteine, wer braucht denn sowas? Und ich frage, wer braucht denn sowas, meine Damen und Herren? Noch 64 Kohle haben wir noch hier am Apparillo, die tue ich mal damit rein. 32 Eisen. Mache ich auch mal hier rein. Diese kaputte Spitzhacke, oh, diese Diamantspitzhacke, die tue ich jetzt erstmal hier zu unseren Tools. Wir haben ja Zeit. Tüten, baben, buben, buba. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit.
Wir haben Zeit, Zeit, da, da, du, du. So, eine Werchbank. 7 Kies, oh, halt hier 48 Eichenholz, kommen hier auch noch mit rein. Ich weiß gar nicht. Das Diamantschwert könnte ich mal reparieren. Jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Ich mache normalerweise so gar nicht, sowas gar nicht mit Reparaturen. Deswegen kenne ich mich da auch nicht so aus. Wir haben jetzt 7 Levil. Ich bin mal gespannt und haben einen Diamant am Stissel. Und da düse ich mal, hui, ganz kurz rüber. So, zu unserem Amboss. Zu unserem Binnenchef. Und ich weiß jetzt nicht, wie viel das jetzt kosten wird. Erfahrungskosten 3. Aber dafür kriegen wir auch nur ein leicht repariertes Diamantschwert. Ja, na gut. Da hätte man die andere Spitzhacke. Da sieht man schon, das Ding kriegt Abnutzungserscheinung. Es fällt also bald auseinander. Dann müssen wir auch wieder ein neues hinbasteln und so weiter. Einen neuen Binnenchef. Und bis dahin hält er aber ein bisschen. Das Schwert sieht jetzt wieder ein bisschen besser aus als vorher. Das werden wir heute, so viel kann ich sagen, wir werden es heute wahrscheinlich brauchen. Ich würde nämlich gerne etwas tun, was wir schon lange nicht mehr getan haben. Viel zu lange eigentlich nicht mehr getan haben. Und das macht sich ganz gut heute in so einer kleinen Sonderfolge. Ich weiß, wir kriegen dann das Haus nicht direkt sofort fertig. Guck mal, ich tue dir mal hier hin und die Hebel müsste ich eigentlich zum Redstone tun. Hier, genau, da haben wir noch 16 Hebel, die kann man immer brauchen. Wer weiß, wann du mal wieder 16 Hebel kriegst. So, die Kohle. Eichenholzstufe, Alter. Was habe ich denn alles für Krempel da im Inventar? So. 7 Glas tue ich hier rein zu unserem Restglas. 34 Kohle können wir mitnehmen wegen Fackeln. 7 Kies ist natürlich jetzt eine unglaubliche Anzahl an Kies. Jetzt haben wir da sogar 20 Kies. Wir werden nie im Leben mehr Kies brauchen. Jetzt ist die Frage... Huch, ich gehe schon wieder in den Tab rein. Ich habe noch einen Eisenbeinschutz. Nein, wie peinlich, wenn das jemand sieht. So, ich wollte jetzt nämlich mal unabhängig... Ach, die Musik ist so schön. Da werde ich direkt melancholisch. Wenn jetzt noch die Sonne aufgeht, dann drücke ich ein Tränchen der Rührung aus dem Auge. Also, wenn jetzt noch die Sonne aufgeht, dann aber... Wenn jetzt die Sonne aufgeht! Sonne aufgeht! Tränchen, Rührung, verdammte Scheiße, bin ich gerührt! Ja, ich glaube, die Sonne sehen wir so nicht, weil es ist ja Regenwetter, aber da hinten stellen wir sie uns vor, hinter dem grauen Firmament dort am Horizont. So, und ich wollte mir gerade, ach ja, eine Hose anziehen wollte ich mir. Ich trage jetzt, das muss man sich mal vorstellen, ich trage hier seit... Alter, seit Monaten die gleiche Hose. Das stinkt schon so ein bisschen. Ist ein bisschen ekelhaft. Ach so, ich habe vergessen, für mein prächtiges Gemüt noch was mit einzubauen. Ja, Sonne. Naja, spare ich mir das Tränchen der Rührung einfach mal. So, und ziehe mir jetzt mal einfach die Hose an. Und die Eisenhose kann ich mal mitnehmen. Ja, sieht schon ganz gut aus. Und endlich komme ich jetzt mal dazu, Folgendes zu tun. Hatten wir schon lange nicht mehr. Jetzt bin ich direkt ein bisschen nervös davor, was ich mir noch mitnehme, ganz kurz. Das ist natürlich, das werden wir auch brauchen. Huch. Ach da. So, den nehmen wir auch mal mit und ihr wisst natürlich sofort, worauf es hinausläuft. Was mache ich denn jetzt während der Reise? Ah ja, genau, ich wollte eigentlich mal gucken... Ne, da gehe ich mal in die andere Richtung. Ich wollte mal gucken, ob es in Wüsten und sowas vielleicht noch weitere Tempel zu finden gibt und so weiter und so fort. Das würde ich gerne mal auschecken. Ach, und bei dem Regenwetter, da schnüren wir unser Bündel, ziehen die Kapuze über den Kopf von unserem coolen Hoodie, den wir uns gecraftet haben, und ziehen in die Ferne. Und ich glaube, ich möchte da hinten mal in die Ferne ziehen. Pass auf, wir ziehen mal da in die Ferne. Dann gehen wir nochmal kurz beim Hundefelsen gucken. Einfach mal so, just for fun. Ich frage mich, ob unser Hundi noch da ist. Das wäre echt mal interessant. Und ich frage mich, diese beiden Sanddinger hier, hat mich schon immer gewundert, was das für eine komische Konstruktion ist. Ob das wohl Endermänner dahin gekarrt haben, ich weiß es nicht.
So, Alter, ich sehe die Hand vor Augen nicht. So, da hinten baut sich jetzt langsam das Ufer auf das andere. Und da schwimmen wir mal eben ganz kurz rüber. Boah, da waren wir schon lang nicht mehr. Eigentlich können wir auch in Staffel 2 mal vorbeischauen. Das wäre auch mal schön. Da müssen wir nicht durch die Portale gehen. Wir können ja auch einfach mal hier bei dem alten Pisswetter. Ich hoffe, ich hole mir keinen Schnupfen. Aber jetzt noch durchs Meer mit der frischen Diamanthose. Ich hoffe, die ist extra saugstark. Und guck mal, da ist dieses Pinöpel, wo dann diese Gerüchte aufkamen. Weißt du noch? Wo wir in Staffel 2 gespielt haben. Und dann kamen die ganzen Vermutungen auf, so von wegen, ja, ist das denn noch dieselbe Map und so weiter und so fort. Und das hier war das ausschlaggebende Ding, das mich immer so ein bisschen an so ein Star Wars, ich weiß nicht, so ein Raumschiff aus Star Wars erinnert. Ich weiß gar nicht, warum. Ich schwimme mal da rum und dann gehen wir mal durch die Wüste in unser Häusli rein. Haben wir uns ja ein perfektes Wetter ausgesucht. Und da ist unsere kleine Insel, die wir schon so lange bevölkern. Und so nach und nach bauen wir die Insel dann auch aus und irgendwann werden wir die Insel komplett ausgebaut haben. Und ich fürchte, dann werden wir uns ein neues Eiland suchen müssen und die beiden vielleicht dann auch noch verbinden. Wer weiß das schon? Vielleicht mit einer langen Brücke. Aber nicht mit so einer Standardbrücke, sondern die sollte auch schon etwas prächtiger sein und so weiter und so fort. Ich bin sehr gespannt. Bis jetzt noch keine Monster, trotz Regenwetter. Reisetagebuch, Tag 2. Bisher ist nichts geschehen. Ich schreibe mit Tinte in mein Tagebuch, deswegen zerläuft sofort alles, wenn ich es schreibe. Ich werde hinterher nichts mehr lesen können. Dieser Eintrag ist völlig sinnlos. Spinnen bewachen den Eingang. Nun denn, ihr fiesen, achtbeinigen Arachniden. Und natürlich ein Creeper. So, den haben wir. Gott sei Dank. So, ich hoffe, da drin erwartet uns nichts. Komm, halt die Fresse. Du bist eh tot. Du hast hier nichts zu melden. Und jetzt gehen wir mal ganz kurz ein bisschen nach oben. Ich muss hier unten eigentlich mal, bevor wir nach oben gehen. Oh, ich muss was essen, sehe ich gerade. Ich habe nichts zu speisen mitgenommen, Professor. Huch! Ich verliere manchmal den Boden unter den Füßen. Ich muss dringend was essen. Der Hunger trieb mich nach oben. Wenn es doch nur etwas Staub gäbe hier. Der Hund war verschwunden. Verstorben vor vielen Monaten, Jahren vielleicht. Denn auch hier gab es nichts zu essen. Alter, wie karg... Alter, das nervt ein bisschen mit der Grafik hier. Wie karg das hier noch aussieht, ne? Damals das Vorhaben, alles auszubauen. Hier noch die uralte Leiter aus der Alpha, wo man noch nur jeden zweiten Teil als Leiter benutzen musste. Ich laufe mal ganz kurz zurück nach Hause und hole mal was zu essen. Es fängt super an, unser Vorhaben. Ich glaube, wir werden ein wenig hungern, bis wir zu Hause sind. Aber auf jeden Fall ist es jetzt Tag. Und der Kurs nach Süd-Südost ist gesetzt. Wir wussten nicht, wie lange wir schon auf See trieben. Ach, es regnet immer noch. Land! Land in Sicht! Rief der Smoot hier aus der Küche. Warum auch immer der da Land sieht, ich habe keine Ahnung. Wie heißt das Ding oben bei den Schiffen? Krähennest, ne? Vielleicht sollten wir doch nochmal schlafen gehen und besseres Wetter abwarten. Jetzt sind wir schon 12 Minuten unterwegs. Und es ist immer noch nichts passiert. Wir sind auch keinen Meter weitergekommen. Aufgrund hervorragender Reisevorbereitung. Aber das wird sich natürlich gleich alles ändern. Gleich schlagen wir uns den Wanst voll. Und dann laufen wir nochmal los. Ist halt ein kleiner Fehlstart. Kann ja mal passieren. Vor allem nach 900 Folgen kann sowas passieren. Wir haben auch schon so lange nichts mehr gegessen, ne? Ich kann gar nicht mehr laufen, weil wir schon so viel Hunger haben. So, ich schleppe mich mühsam über den Strand. Oh, endlich wieder zu Hause. Das war Folge 900. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Das war auf jeden Fall eine tolle Reise. Wir haben viel gesehen, viel entdeckt. Viele Grafikfehler vor allen Dingen. Was ist dann wieder los?
Jetzt hatte ich Optifine so weit, dass es auch so geschnurrt hat, einfach ohne Grafikfehler, aber das ist so ein bisschen unberechenbar. Dann fängt es nämlich einfach wieder an. So, dann schleppen wir uns jetzt einfach mal rüber. Läuft hier irgendwas Feindliches rum? Nein. Und dann schauen wir mal ganz kurz in unsere... Ach, die Schilder sind ja unbeschriftet. Brot. Ja, komm, komm, komm. Genau pünktlich. Lecker trockenes Brot. Das gibt uns die Kraft, die wir brauchen. Und weil wir so fröhlich sind, nehmen wir noch ein paar Kekse mit. Der Mensch lebt nicht von Brot allein. So, können wir denn jetzt... Bitte losgehen. Es dauert mir schon wieder viel zu lange. Ich glaube, es wird leichte Überstunden geben. Ich glaube, der Regen ist schuld, dass wir hier so dieses Flackern haben. Kann das sein? Ich kriege ja auch gerade ganz massive Frame-Einbrüche, aber nur, wenn wir im Regen rumlaufen. Ich muss da mal meinen geheimen Special-Super-Kniff endlich machen. So, komm, jetzt aber hier. Siehst du, Regen hört auf, Frames nach oben. Und hier die bezaubernde Unterwasserwelt. Wieso gibt es eigentlich noch keine Haie oder sowas? Also so Unterwassermonstern, das wundert mich ja. Die Tintenfische sind jetzt nicht sonderlich gefährlich. Die Oktopoden. Irgendwo regnet es hier wieder. Da regnet es. Und da regnet es. Framerate geht natürlich runter. Sogar gar nicht mal wenig geht die Framerate runter. Ich frage mich, wie die den Regen realisiert haben. Ich dachte, die haben da einfach nur so ein Overlay gemacht. Das reicht doch eigentlich, wenn man da so einen Regen-Overlay macht. Verstehe ich nicht. Naja, aber wer bin ich schon, dass ich das hinterfrage? Wahrscheinlich liegt es daran, dass man Regen auch aus Entfernung sehen soll. Und da geht es wahrscheinlich nicht mit Overlay. So, bei mieser Framerate, es tut mir leid, krepeln wir uns gerade nach vorne durch. Folge 900 steht unter einem schlechten Stern, liebe Freunde. Ich weiß gar nicht warum. Ist das vielleicht ein Omen? So. Mit letzter Kraft schleppen wir uns an Land und springen ins Wasser. So, hier in der Wüste, wo es auch immer regnet. Tja, und ich würde sagen, wir hoppeln jetzt mal einfach fröhlich irgendwo ins Gelände. Und ich bin gespannt, wohin es uns hier verschlägt. Ich weiß gar nicht, ob wir hier schon rumgelaufen sind. Ich erinnere mich, wir sind hier von irgendwann mal aus dieser Richtung gekommen. Aber das ist schon einige Tage her. Und wir müssen einige Tage, wo wir gerade dabei sind, auch in diese Richtung wandern, um irgendwas zu finden. Etwas Neues. Neue Gebiete, neue Möglichkeiten. Ich hätte Obsidian mitnehmen sollen. Oh, es wird Nacht und ich habe kein Bett mitgenommen. Uah, und es flimmert. Und es regnet. Es flimmert, es regnet, es ist Nacht. Alles ist schlimm. Was ist das denn? Ach, ein Pilz, ein grauer. Habe ich meistens sonst nur unter den Fußsohlen. Bäh. Habe ich früher mal gedacht, bei Fußpilz übrigens. Als ich noch kleiner war, dachte ich immer bei Fußpilz, dass dann da wirklich so, ich weiß nicht, so Champignons rauswachsen oder sowas. Ist eine interessante Vorstellung. Ich gucke jetzt die ganze Zeit, ob hier irgendwo Monster kommen. Weil ich habe mit den neuen Shadern, weiß ich noch nicht, wann es dunkel genug ist, dass da Viecher auftauchen, wann nicht. Und vor allen Dingen, da taucht ein Skelett auf. Ach, das war, Alter. Alter, habe ich mich gerade verjagt. Ja, bei Regen haben die Endermänner natürlich ganz arge Probleme. Ich gehe mal weiter in diese Richtung dort.
Von uns aus gesehen ist das Süden vom Spawning Point aus. Und da gehen wir mal einfach immer weiter in den Süden, auch wenn hier die ganze Zeit nichts passiert, wenn hier die ganze Zeit nur Meer ist. Das numerische Meer. Ich tauche mal kurz unter, da geht die Framerate sofort hoch. Hier ist es einfach ein bisschen ruhiger, auch unter Wasser. Ich würde mir Fische wünschen und Algen, die so ein bisschen nach oben wachsen. Das wäre schön. Aus den Algen könnte man ja sogar noch Sushi machen. Huch, blub, blub. Da könnte man noch so viele lustige Dinge machen. Also ganz generell, so Algen könnte man echt so benutzen. Könnte man ja theoretisch noch Stoff draus machen oder sonst irgendwas. Überhaupt aus Pflanzen, so Pflanzenfasern herstellen, daraus Stoff machen, Leinen oder sowas. Da hat man noch so viele Möglichkeiten bei Minecraft. Oder auch nahrungsmäßig kann man noch so viel machen eigentlich. Alter, wie groß ist denn der Ozean hier, sag mal? Ich erinnere mich, wir sind ja mal irgendwann drüber geflogen, kann das sein? Ich überlege gerade, ob ich wieder fliegen soll, um uns dieses ewig lange Unterwasserschwimmen zu ersparen. Das dauert gerade so lange. Das wäre viel cooler, wenn hier unten wirklich so ein bisschen, weißt du, so mit Lichteinfällen, Sonnenstrahleinfällen nach unten, dann so Algen, die von unten nach oben wachsen, Fische, die sich ja so tummeln, so bunte Fischschwärme und so weiter. Da kannst du so viel machen eigentlich, auch aus der ganzen Unterwasserwelt. Und dann könntest du ja so ein Rapture hinballern, das wäre natürlich richtig geil einfach. Das ist eine richtige Unterwasserstadt, wo du auch rausguckst und mal was anderes siehst, außer hier so schäbigen Scheiß, wenn ich das mal so sagen darf. Dann könntest du auch so Gebiete machen, so Biome, so eine Art Hawaii-Biome, weißt du, mit Palmen teilweise und dann auch wirklich mit so richtigen, ich weiß nicht, Korallenriffen, Atollen und all so ein Krams, was es da nicht alles gibt. Und natürlich auch eine stinkende Nordsee, das geht natürlich auch immer. Bin mal gespannt, ob irgendwann noch Erdöl dazukommt. Da muss man Öltürme bauen. Und kann sich eine Exxon Valdez craften und dann gibt es einen riesigen Ölteppich. Und dann sterben die ganzen Tierarten. Hier, die Kühe sind dann überzogen mit Öl. Das wäre natürlich nicht ganz so schön. Ich höre was, ich weiß nicht, ob es die Kuh ist. So, hier unten kann ich erstmal die Nacht überbleiben. Ich komme mir wieder so nackig vor quasi, so als wäre das eine der ersten Nächte und man sucht sich eine Behausung. Ich glaube, ich gehe doch mal weiter. Die Musik, obwohl wir gerade die Tagesplaylist... Alter, zwei Creeper, ihr habt doch eine Macke. Drei Creeper, Alter, von allen Seiten. Vier Creeper, Alter, willst du mich verarschen? Ihr Penner. Entschuldigung. Ich wusste, dass die sich alle gegenseitig umbringen. So. Vier auf einen Streich, das ist Let's Play-Rekord. Allein da hat sich Folge 900 jetzt schon gelohnt. Boah, bin ich froh, dass ich ausnahmsweise eine vernünftige Rüstung anhabe. Nicht wie sonst immer. Ich muss aber auch nicht gleich alles angreifen, was hier über den Weg läuft, weil ich würde ja trotzdem gerne so ein paar Ruinen und Tempel finden und so ein paar Schätze abgraben. Ich habe jetzt extra keine Spitzhacken mitgenommen, weil ich nicht auf Höhlenforschungstour gehen will. Boah, Alter, wenn es so dunkel ist hier gerade, ich sehe kaum was. Da kommt der nächste Creeper natürlich schon an, das ist ja ganz klar. Ich sehe kaum was. Und davon auch nicht wirklich viel. Ich müsste in diese Richtung weiter. Komme ich da hoch? Folgt mir jemand? Nein. So, pass auf. Ich grab mich hier mal. Ich weiß, man sieht gerade nicht sonderlich viel. Das tut mir auch sehr leid.
Das wird sich aber hoffentlich ändern, sobald es wieder Tag ist. Ich hätte vielleicht doch ein Bett mitnehmen sollen zum Schlafen, aber ganz ehrlich, so sind die Touren eben. Wir können nichts dagegen tun. Wieso ist denn die Spinne so rot? Warum leuchtet die denn so fröhlich? Komisch. So, wir müssen in ungefähr diese Richtung da. Ich gehe jetzt immer weiter nach Süden vom Spawnpunkt aus. Ich nenne es trotzdem Süden, weil es unser Süden ist, wenn es auch nicht der richtige Süden ist. Und irgendwann werden wir schon irgendwo ankommen. Da links ist ein Dschungel. Und der Regen hört auch irgendwann auf, hoffe ich zumindest. Wie mein Freund Eric Draven sagt, es kann ja nicht immer regnen. Ja, vom Regen die Traufe hier unten. Ein lecker grauer Keks. Die sehen schon ein bisschen abgelaufen aus, die Kekse. So, 24 Minuten und bis jetzt noch nichts. Ach doch, wir haben 4 Creeper auf einen Streich erledigt. Okay, aber sonst eine sehr ruhige Folge. Jetzt schon mit Überlänge und trotzdem noch am wenigsten passiert von allen bisherigen Folgen. Wobei ich sagen muss, der Regen nervt mich auch extrem. Das ist so übertrieben jetzt mit dem Regen bei Minecraft. Ich weiß gar nicht, wer auf die tolle Idee gekommen ist, dass es jetzt Tag und Nacht durchregnen muss. Das verstehe ich nicht. Naja, aber der hört auch bald wieder auf und dann können wir hoffentlich wieder ein bisschen mehr sehen des Nachts auch. Und hier momentan sieht alles so grau und grün aus. Das ist so ekelhaft. Oh, Sonne. Und Regen ist weg. Oh. Und wir treiben auf dem Meer. Wilson! Kennst du Wilson? Wilson Mandela, da war mal so ein Freiheitskämpfer. Nein. Aber die Musik ist schmissig. Larry Leffer übrigens, Larry 7. So, und wir schwimmen der Sonne entgegen. So schwimmen wir der Sonne entgegen. Ne, so schwimmen wir dem Süden entgegen. Der Sonne entgegen schwimmen wir so. Wieso wurde damals eigentlich, weiß das jemand, wieso, die Sonne ist ja so, war ja so ein Ost-West-Ding und ist jetzt ja so ein Nord-Süd-Ding. Warum wurde das geändert eigentlich? Gab es da irgendwie bestimmte Gründe? Habe ich nie ganz gerafft und vor allen Dingen, wo hört der Ozean jetzt bitte auf? Hilfe! Hallo! Hilfe! Oh, eine Insel, eine Insel! Ein Gerinsel. Was ist das denn? Ach, ist das Sumpf oder ist das Dschungel? Ich kann es gar nicht richtig erkennen. Ich schwimme ein bisschen rüber, damit es ja nicht immer so flackert. So. Alter, das ist voll die Disco-Insel, so wie das da flackert. Das mit dem Flackern ist ja nun wirklich ein bisschen schäbig. Ich frage mich, woran das liegt. Das würde jetzt so geil aussehen, wenn es nicht flackern würde. Ich guck mal ganz kurz in den Optionen. Shader, lass ich mal Grafikeinstellungen. Nein. Ich muss unbedingt die Umstellung machen. Fog ist off. Fog off, Alter. Fog off. So, Qualität. Das ist vom Shader schon ausgeschaltet, ne? GLSL, genau. Das ist auch ganz fancy. Bringt ja auch nicht so viel. Mipmap-Level. Ich probiere mal ganz kurz, ob ich das jetzt vielleicht erstmal auf Off setze. Moment. Fängt sich gleich wieder hier. So, ja, hat auf jeden Fall viel gebracht. Sah vorher besser aus. Entschuldigung, wenn ich das gerade mal ändere. Das ist momentan mit den Shadern noch so ein bisschen rumprobieren. Da muss ich selber nochmal gucken, wie man was am besten macht. So, Moment. Hier mache ich mal wieder auf Max. Das dauert leider immer ein bisschen. Das hat ja genau gar nichts gebracht. Hallo? Jetzt dauert das so lange. Das gibt's doch gar nicht. Und die Framerate bricht währenddessen irgendwie ein. Jetzt gerade auf 3, auf 6. Weil er da quasi irgendwas
30 Milliarden Sachen umstellt wahrscheinlich. So, jetzt mal auf Max. Komm, dann lass es flimmern. Ist mir jetzt auch Wurst. Es würde cool aussehen, wenn es nicht so flimmern würde. Und vor allen Dingen, es tut es mal so. Also, als ich zum Beispiel das Let's Rutsch aufgenommen habe, hat es null geflimmert. Und hier ist es gerade wie so eine Disco. Ich verstehe das noch nicht. Bin ich momentan noch dran. Wie gesagt, noch ein bisschen Geduld. Das wird schon alles noch. Ich probiere mal was anderes. Ne, ich bin gleich wieder da. Ich mache ganz kurz eine Aufnahmepause. Wir sehen uns gleich wieder. Moment. So, da sind wir jetzt endlich wieder zurück bei Minecraft. Ich musste ein paar Sachen verändern. Also ich habe ein paar Einstellungen vorgenommen und so weiter. Die Texturen haben ein bisschen rumgesponnen und so weiter und so fort. Es gab ein paar Probleme. Dafür spielen wir jetzt flimmerfrei und auch wieder mit einer leicht höheren Framerate, wie man sieht. Gott sei Dank. Und jetzt können wir uns wieder ein bisschen ins Abenteuer stürzen. Und ich bin sehr gespannt, wo uns unser Weg hinführen wird. Wir müssen immer noch ein bisschen nach Süden. Aber ich werde natürlich nicht genau nach Süden gehen, weil da ist jetzt der Horizon, der Event Horizon ist da. Und wir wollen uns natürlich einigermaßen durchschlagen. Und das würde ich lieber an Land tun. Wieso schwimmen wir eigentlich nicht? Ach, wie geil das eigentlich alles aussieht hier. Mann. Schön. So, wir schwimmen aber rüber da drüber ans andere Ufer. Habe ich den Witz schon gebracht? Ich weiß es gar nicht, weil die andere Aufnahme gestern war. Ich habe den Break einfach mal über Nacht fortgesetzt, weil ich musste ja noch, ach naja, ein paar Strippen verlegen und bla bla bla, habe wieder mehr geändert, als ich wollte. Aber jetzt zur 900. Folge habe ich quasi eine ganz neue Aufnahmetechnik, deswegen kann ich jetzt auch, ne, ruckelfrei quasi hier durch die Gegend hüppen und weder Fraps noch Dextery machen mir dann Strich durch die Rechnung. Jetzt kann ich quasi verlustfrei aufnehmen. Ist ein bisschen frickelig, da fehlt mir noch ein bisschen Krams, ein bisschen Hardware muss ich mir dann noch weiter dazu bestellen. Huch. Ach, das ist eine geile Lagune hier. Boah, wie dunkel das hier aussieht bei mir gerade. Die Farben sind hier während ich aufnahme. Ich habe ja alles gerade so ein bisschen so halbgar gelöst, sage ich mal. Also nicht halbgar gelöst, es funktioniert alles. Ich kann ja spielen und aufnehmen. Ich hoffe, hinterher kommt auch das Richtige raus. Sonst ist die ganze Aufnahme für den Arsch. Das wäre ungeil. Naja, man kann sich aber, wie gesagt, man kann sich immer noch verbessern. Und man kann auch die Qualität immer noch verbessern. Irgendwie geht es immer noch. Und ich habe jetzt halt mal wieder ein bisschen rumprobiert. Au! Und bin gespannt, wie das dann im Endergebnis aussehen wird. Die Tests liefen eigentlich soweit alle ganz gut. Ja, Schafi! 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 Naja, bleibst du stehen, Schafi. Da ist noch eine Höhle. Wir wollen aber keine Höhlen suchen. Wir suchen ja eigentlich Wüsten mit Tempeln. Und was ich auch gern probieren würde, das war der auf vielfachen Wunsch, würde ich gerne noch demnächst probieren. Eine Höhlentour mit Fratzenkamm. Aber nur für die Höhlentour, ne? Für die Leute, die es nicht mögen, keine Sorge. Und ich glaube, da unten links, das war auch nicht, das war auch nicht ganz so schlimm. Da konnte man es ja noch ertragen. Wo kommen wir hier nur hin? Ich habe keine Ahnung. Es ist wunderschön hier. Ja, die Folge wird auf jeden Fall dezente Überlänge haben. Das weiß ich jetzt schon. Boah, wann soll ich das rendern und so? Heute ist übrigens der Tag vor Release der Folge. Und ich weiß... Nein! Vor allen Dingen, ich will ja auch wieder zurückkommen. Alter, das darf doch nicht wahr sein. Nein! Oh, puh. Ich dachte schon, wir legen uns jetzt voll auf die Fresse. Na gut, schwimmen wir halt noch ein bisschen. Zum Glück haben wir ja noch ein bisschen Brot dabei. Während des Schwimmens einfach mal nasses Brot essen. Jeder, der schon mal irgendwie ein nasses Brot gegessen hat, der weiß, wie schmackhaft das ist. Das ist das Schönste der Welt, so ein labbriges Blubbergefühl. Wie so eine alte, verschwitzte Sportsocke. Wobei ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe, wie verschwitzte Sportsocken schmecken. Ich stelle es mir würzig vor, wahrscheinlich würziger als ein labbriges Brot. Also, wenn du mal keinen Thymian zu Hause hast, nimm einfach mal die alte Sportsocke. So, oh, guck mal. There is land. Land of the free. Und alles immer Dschungel. Ich würde gern... So ein bisschen fliegen kann ich nicht. Nee, es geht nur eine Kopie. Verdammt. Hab's so echt überlegt, wir reisen jetzt ja die ganze Zeit hier auf Wasser. Vielleicht hätte ich ein Boot machen sollen. Für die Reise. Oder 10 Boote, so wie es aussieht. Wir haben natürlich gar nichts mitgenommen, auch kein Holz, kein gar nichts. Ich dachte ja ganz
zuversichtlich. Ich hätte nicht gedacht, dass hier so viel Wasser ist. So, einmal mal wieder ein bisschen tauchen. Alter, wie die Tintenfische hier auch sind. Den könnten wir ja mal die Säcke abschneiden. Die Inksäcke. Komm. Ich opfere dich, meinem Gott. Huch. Hat nichts verloren. Na, hat sich ja gelohnt. Alter. Ich kann doch nicht die ganze Folge über nur auf Wasser verbringen. Ihr irischen Götter, helft mir doch. Das ist doch lahm. 900 ist das Folgen-Special und wir hängen die ganze Zeit nur am Wasser rum. Das Highlight waren die 4 Creeper auf einen Streich, die aber ziemlich cool waren. Ey, Gronkh, ich habe schon 7 Creeper erledigt und ich bin erst 9. Ja, natürlich. Du bist ja auch der Geilste. So, Mensch. Wir kommen auf jeden Fall sehr schnell voran. Ich überlege, ob ich mir vielleicht mit der Axt da drüben ein bisschen Holz holen und ein Boot bauen soll. Ich glaube, das mache ich mal gerade. Außerdem wird es ja gleich Nacht. Schön, so unbedarft auf eine Reise zu gehen, ist aber auch mal was Schönes. Ich komme mir so ein bisschen vor wie beim Hobbit. Wahrscheinlich vergesse ich wieder zu mischen und bin viel lauter als die Musik und das hört sich dann total peinlich an. Wie baut man denn noch mal ein Boot? Ich glaube, das sah aus wie so eine Schüssel, ne? Bin mir gerade überhaupt nicht mehr sicher. Boah, ich habe schon so Ewigkeiten kein Boot mehr gebaut. Der muss dran glauben. Oder holen wir uns hier einen kleineren aus dem Dschungel. Wäre schön, wenn es hier einfach mal keine Zombies gäbe auf so kleineren Inseln. Wenn die einfach mal safe wären, das wäre schon schön. So, das Holz nehmen wir uns natürlich mit. Und dann können wir mal ganz kurz gucken. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß echt nicht mehr, wie man ein Boot baut. War das jetzt einfach so? Ich weiß echt, wie man ein Boot baut. So, das Boot tue ich mal wohin? Ach komm, die Kekse machen wir erstmal hier ein bisschen safe. Und die Sonne geht langsam wieder unter. Sie setzt sich wieder mal dem Firmament entgegen und wir tuckern jetzt auf dem Boot. Na, hallo Boot. Nein, nicht da lang. So, jetzt geht's ein bisschen schneller. Ich bin gespannt, wo wir da hinkommen. Hui. Ja, spannender ist es auch nicht, weil die Aussicht einfach fehlt. Hier ist nichts. Hier ist einfach nichts. Wir sind umgeben von einem riesigen, riesigen Ozean. Und das ist alles, was da ist. Diese einsame Prärie des Ozeans. Huch. Ach, weil wir mit dem Boot so schnell sind, konnte das Biom gerade nicht laden, oder was? War wir jetzt Multicore? Ich musste Multicore ausschalten, natürlich. Ist ja immer das gleiche Spiel, weil das Multicore-Rendering, das... Deswegen flimmert es nämlich immer so. So, jetzt kann ich auch mal rückwärts von der Sonne weg. Sieht schon geil aus. Adieu, kleine Insel. Ich reise in die Ferne. Ich glaube, ich fahre gleich irgendwo. Und da, alter Schwede, der Mond geht über Meer auf. Wir befinden uns hier im Nirgendwo. Kann ich nochmal ausschalten. Könnte ich jetzt eine super Timelapse draus machen und dann so ein bisschen erzählen. Schon wieder ist ein Jahr vorüber. Ach ja. Huch. Alter, so ein Delfinschwarm hier gerade. Hat schon was Geiles. So, diese einsame Reise ist schon geil, auch wenn nicht viel passiert. Aber ich frage mich, wo wir anlegen. Und was ich mich noch viel mehr frage, ist, wie um Gottes Willen wir da wieder zurückkommen. Entgegen meiner Planung werden wir das alles wahrscheinlich nicht in Folge 900 schaffen, sondern wir müssen uns ab Folge 901 dann wahrscheinlich wieder zurückkämpfen.
Aber es wurde so oft von euch gewünscht, natürlich einerseits ein Special zu der 900er, pipapo, das übliche, aber es wurde sich auch so oft gewünscht, dass wir mal, zumindest mal zwischendurch was anderes machen, als da ständig nur Leitungen zu verlegen und Berge zu kloppen und unterirdisch die ganze Welt aufzureißen. Kann ich verstehen, nach 90 Folgen Fabrik, das ist halt wirklich ein bisschen sehr viel. Und deswegen begeben wir uns jetzt auf die unbekannte Reise und ich habe das Gefühl, der Ozean hört gar nicht mehr auf. Wenn ich es nicht besser wüsste, hätte ich das Gefühl, ich würde mich gar nicht fortbewegen. Tag 7. Dieser Durst, er bringt mich um. Vor allem trockenes Brot, trockene Kekse dabei, aber nicht ein Fläschlein Wasser. Alter, ich könnte ja wirklich eine Timelapse draus machen, wenn ich das nicht gerade direkt aufnehmen würde. Hilfe! Ich reise aber noch richtig. Der Kompass zeigt in die richtige Richtung. Ich reise richtig. Tja, liebe Freunde, was für ein aufregendes Jahr liegt hinter uns. 2012 ist vorbei und jetzt haben wir schon 2013 und man glaubt es kaum. Jetzt müsste der 5. sein, ne? Der 5.1. ist es schon. Ist schon wieder fast eine Woche her, dass Silvester war. So schnell kann's gehen. Das Jahr fängt schon wieder so an, dass die Zeit verfliegt einfach. Jetzt komme ich gerade frisch aus der Left 4 Dead-Aufnahme mit dem Rumpi und dem Sari und nehme hier gleich weiter auf, fröhlich, damit die Folge bis morgen fertig wird. Allerdings frage ich mich, Alter, wo ist denn hier Land? Hey Gronkh, du bist voll im Wege wohl. Halt die Fresse, hier ist kein Land. Da ist Land. 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 Ein Busch, ich sehe Büsche. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Willst du mich verarschen? Was ist das denn? Das soll Land sein? Das ist die Insel? Alter! Boah, jemand hasst mich. Das war die ganze Insel? Alter, das darf nicht wahr sein! Hier muss doch jemand sitzen und Trollolol machen irgendwo. Hilfe! Ich will nicht die ganze Folge nur aus Wasser paddeln haben. Das will ich doch gar nicht. Ich bin verzweifelt. Schnauze, fröhliche Musik. Das darf doch nicht wahr sein. Ich dachte, Mann, da machst du mal wieder so ein Stunden-Special. Machst du für die Leute mal ein bisschen Action und hier mit Monstern und bla 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 und super. Irgendjemand da oben hasst mich. Alter, das darf doch nicht wahr sein. Wie weit sind wir jetzt geschwommen, sag mal? Die Musik passt auch so gut gerade. Da ist wieder... Was ist das? Was ist denn das da? Ach, ein Tinten... Ach, Mann, ey. Und dafür gehe ich hier von Kurs. Irgendwo hier muss doch Monkey Island sein. Boah, stell dir mal vor, ich hätte das Boot nicht gebaut. Ihr würdet mich köpfen, mehr als jetzt schon. Ich bräuchte schnellere, also wenn sie jetzt so riesige Meere machen, ne, bei Minecraft, dann bräuchte man aber auch echt schnellere Boote, finde ich. Oder so ein Motorboot oder so wäre ganz, naja, Motorboot würde nicht passen. Obwohl mit so einem handangetriebenen Propeller wird's ja gehen. Wer Bäume mit der Hand zerlegt, der kann auch einen Handpropeller am Motorboot bedienen. Oder ein Tretboot oder sowas. So, da pesen wir also. Ah ja, ich kann ja wieder nicht gucken. Hilfe! Alter! Also Folge 900 ist einfach die Katastrophenfolge. Da nicht Katastrophe im Sinne von Weltuntergang, aber Katastrophe im Sinne von, Alter, das... Vor allen Dingen, wir müssen das Meer auch wieder zurück. Da muss ich einen Zeitraffer draus machen, das kann man doch nicht bringen.
So, ist auch mal ganz interessant. Aha, da unterirdisch irgendwelche Blöcke im Wasser, die durchsichtig scheinen. Und natürlich die Loom-Musik. Na klar, passt ja auch. Jetzt fehlen wirklich noch, dass Schwäne da über den Horizont fliegen. Aber wo zum Teufel ist hier Land, Alter? Das geht doch nicht. Wir sind doch bestimmt schon durch 4, 5 Biome geschwommen. Wo ist denn hier Land? Alter, das geht, das gibt's doch nicht. Auf der anderen Seite haben wir die geilsten Berglandschaften, Schluchten und so weiter und so fort. Und hier nur Ozean. Das gibt's gar nicht. Ich habe noch nie... Also ich schwöre, ich habe noch nie so eine Map irgendwo gesehen. Noch nie. Ich habe auch noch nie so einen riesigen Ozean irgendwo gesehen. Hilfe! Ja, der einsame Schiffbrüchige. Ich glaube, es liegt an der Diamantenrüstung. Die ist einfach zu schwer für das kleine Boot. Dann drehe ich mich mal ganz kurz um. Mit dem Bein im Wasser. Achso, wir schwimmen aber rückwärts. Warte mal. Ich mache mal wieder die normale Sicht und jetzt... Ah doch, wir schwimmen immer noch nach Süden vom Spawnpunkt aus. Die Sonne geht auf, wir sind die ganze Nacht durchgeschwommen. Die ganze Nacht sind wir nur durchgeschwommen. Und es ist nichts zu sehen. Also ich meine, das muss ich ja nicht sagen, ihr seht das ja selber, dass da nichts zu sehen ist. Gibt es hier nicht Autorennen irgendwo? Das gibt's nicht. Ich halte gerade extra mal die Fresse, weil ich wollte mal gucken, wie das so aussieht, wenn die Sonne hier über dem Meer aufgeht und wir ihr entgegenschwimmen. Tag 18. Ich kann nicht mehr. Ich bin erschöpft. Meine Arme tun weh vom Rudern. Mein Rücken schmerzt. Und ich glaube, ich habe Skorbut. Doch ich gebe nicht auf. Ich rudere und rudere. Irgendwo dort vorne wird mich ein neues Eiland erwarten. Ich weiß es. Es muss so sein. Und während ich hier sitze und rudere, da frage ich mich, ob ich nach dieser langen Reise überhaupt noch heimkehren soll. Ist es vielleicht gewollt? Ist es vom Schicksal gewollt, dass wir anderswo an fremden Gestaden landen und uns dort ein neues Leben aufbauen. Und kaum hatte ich diese Worte gesprochen, da offenbarte sich mir Land. Meine Reise hat ihr Ziel gefunden. Ich legte an am Ufer des Schiel. Und sprang aus dem Boot der Sonne entgegen. Die ganze Nacht durch war ich geschwommen. Was würde mich hier erwarten? Sollte ich mir hier ein Haus bauen? Es schien fast so, als wäre es vom Schicksal so gewollt. Ist dies unsere Bestimmung für die 900. Folge? Ein Neuanfang. Doch ich wollte die Maschinen sehen. Ich wollte die Fabrik sehen. Ich wollte noch so vieles tun. Doch nun hat das Schicksal uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Strich?
Man merkte schnell, das Schicksal konnte ein Stricher sein. So, ich schlug mir Holz aus den Bäumen. Werkzeuge hatte ich zum Glück mitgenommen. Doch bald schon würde sich die Sonne setzen. Wir mussten uns beeilen. Und die Frage war natürlich, wo würden wir uns ein Heim bauen? Sollten wir uns hier überhaupt ein Heim bauen? Doch der Forst war grün und stolz. Und es sah wie geschaffen aus für eine neue Bleibe. Wunderschön und majestätisch. Hier wollte ich Schutz suchen vor der Nacht. Hatte ich Eisen dabei, natürlich nur eine Eisenhose, aus der ich keine Schere formen konnte. Die gute alte Eisenhose von Nike. So, ich schlug mir noch ein wenig Holz. Erpicht darauf, schnell noch Schutz zu suchen, bevor die Nacht über uns hereinbrach, damit wir zumindest einigermaßen sicher sein konnten. Vier Erde, lächerlich. Das waren die vier Erde. Shit. Wunderschön. Es war wunderschön. Hier wollte ich sein, hier wollte ich bleiben. Und spräche ich noch weiter mit dieser aufgedunsenen Stimme, so würde mich fürwahr jemand und zu Recht zur Rechenschaft ziehen. Ein Teich. Es war wunderschön hier, ich wollte hier bleiben. Hier würde ich mein Häuschen bauen. Karg zuerst, doch später stolz und schön. Nein, ich glaube, hier wollte ich mein Häuschen bauen. Die Nacht würde bald kommen, ich musste mich beeilen. Ich war sicher, die Schatten der Bäume lockten Monstren an. Erst baute ich die übliche Form, wohl wissend, dass uns die Zeit fehlte. Es sollte kein Schönheitswettbewerb gewinnen. Nur Schutz bieten für die Nacht. Vielleicht gewann es ja später noch einen Schönheitswettbewerb. Aber ich zweifelte. Zu Recht. Ach, Tropenholz, geh weg. Wobei, aus Tropenholz könnte ich mir einen flotten Tropenboden legen. So, da ist das Wasser. Es dunkelte bereits. Mir war nicht wohl bei der Sache. So. Eine Tür musste her. Holz würde reichen. Vorerst. Doch Holz würde sie nicht lange abhalten, die Kreaturen der Nacht. Was mache ich hier eigentlich? Wieso haue ich jetzt den Boden raus für Tropenholz, wenn ich doch eigentlich viel eher... Da oben zubauen müsste ich auch noch. So, Fackeln müssen hier noch dringend an die Wände.
So, nicht schön, aber zweckmäßig. Erinnert mich ein bisschen an unser erstes Strandhaus. Wer sich daran erinnert, das erste Strandhaus, was wir damals am allerersten Landungsstrand gebaut haben. So. Ein Haus für die Nacht haben wir. Was wir nicht haben, ist ein Bett. Kühe, Fleisch. Boah, was ist das denn? Ich überlegte, einfach weiterzuziehen. Natürlich hatten wir jetzt ein Häuschen. Es war wunderschön hier. Da fällt mir gerade noch was anderes ein. Komm, ich mach mal... Wie war das nochmal? Da muss ich gleich nochmal ganz kurz gucken. Wir haben ja noch unsere lustige Wegmarkierung. Wie konnte man da nochmal die, Ach, mit N, okay. Was können wir da machen? Können wir hier, wie waren das nochmal? Waypoints. Wüstendorf, eine alte Ruine. Jetzt machen wir hier nochmal einen Waypoint und das nennen wir mal nicht den Außenposten, sondern... Hä, wie heißt denn das nochmal? Lichtung. Irgendwas mit Lichtung? Ich nenne es einfach mal die ferne Lichtung. So, jetzt haben wir hier einen Waypoint gesetzt. Wir können also jederzeit wiederkommen und setzen nun unsere Reise erstmal. Och nö. Oh, es war so schön gerade. Es regnet viel zu oft, Freunde. Es regnet viel zu oft. Jeden zweiten Tag und dann direkt Tag und Nacht durch. Schafe. Uah. Vielleicht können wir doch noch ein Bettchen bauen. Was ist das denn? So, gib mal her den Lachs. Wie viel 3 Wolle haben wir? Das reicht und damit können wir uns jetzt noch ein schniekes Bettchen bauen, wenn ich jetzt zurückfinden würde. Ach, was ein Wetter, ey. Das darf doch nicht wahr sein. Die ganze Reise über ein Schiedwetter. Entweder verbringst du 10 Stunden auf dem Ozean oder du hast Scheißwetter. Das darf doch alles nicht wahr sein. Oh nein, oh nein. Ah. Die kalte Umarmung des Ozeans. So, da kommen wir gleich nach Hause. Also, in ein neues Zuhause. Ich will doch die Fabrik eigentlich noch weitermachen. Ich wollte nicht so weit weg. Und vor allem, selbst wenn wir jetzt in den Nether gehen, um abzukürzen. Selbst da würde es jetzt ewig dauern. Ach, scheiße, wir haben eh nur noch 4 Tropenholz. Mach den Rest erstmal Erde. So, dafür können wir uns jetzt aber ein schönes Bettchen kleistern. Dann haben wir wenigstens das. Und sobald wir das Bett hier setzen, ne, sobald wir das benutzen, ist der Spawnpunkt hier gesetzt. Aber was willst du machen? Wir haben ja keine andere Wahl. Gute Nacht. Gute Nacht. Puh.
Es pisst immer noch. Na, Glückwunsch. Ach, jetzt hat's aufgehört. Gott sei Dank. So, am nächsten Morgen. Ach, ist das geil hier. Ich find's hier richtig schön. Muss ich ja mal zugeben, ich find's hier richtig Sahne. Richtig Dufte. Richtig Knorke. Schnaffte. Whatever. Da noch ein paar Fenster rein. So einen schönen Steg aufs Wasser. Oh, aufs Wasser. Wäre schon geil. Mir gefällt's hier. So, dann hau ich mir nochmal ganz kurz ein Brot in die Kiemen. Hallo, Spinni! Spinni! Spinni, 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 Spinni! Einfach mal die Spinne überrannt. Jetzt macht der aber nichts. Ah, okay, da ist Wasser drin, so ein Bombenkrater. Wir müssen nach, ja, nach Süden eigentlich. Immer weiter. Der Weg führt uns immer nach Süden. Bin mal gespannt, wenn ich die Welt mal irgendwann zum Download anbiete. Alter, hier gibt es verdächtig viele Hühnchen überall bei diesen ganzen Schluchtengruben, ne? Ist mir nur so aufgefallen. Alter, wie viele Bäume es hier gibt, wie viel Holz. Ach du Scheiße. Ist doch... Oh, nö. Ich kann doch da nicht runtergehen. Oh, das ist so verlockend. Die sieht so geil aus, diese Schlucht. Brennt da hinten was? Nee, sah gerade nur so aus. Mit den ganzen Schafen hier traue ich mich aber auch nicht an den Rand der Schlucht zu gehen, weil die schubsen ja auch gerne mal. Ach du Heilige. Machen wir uns mal den Spaß. So, da haben wir uns schon mal einen Abstieg gemacht. Mal gucken, da unten läuft das Wasser. Zack, zack, zack. Kein Schaf hier? Nein. Ein Schaf ist gerade gestorben, das ist da runtergeflogen. Und das Wasser erreicht natürlich nicht die Lava. Obwohl wir das natürlich forcieren könnten. Obwohl, naja, gut, ich glaube, das würden wir da nicht hinkriegen. Boah, aber wie geil es hier ist. Mir gefällt es hier richtig gut. Wenn es an mir ginge, würde ich am liebsten echt das Häuschen da behalten. Und einfach hier nochmal, naja, so ein bisschen, weißt du, wieder ein bisschen... Nicht unbedingt neu anfangen, aber andererseits bei Staffel 1 bauen wir gerade so viel und das geht gerade so schnell, rapide weiter. Das möchte ich gar nicht alleine lassen. Aber eines Tages kehren wir bestimmt ja zurück und ich suche immer noch, eigentlich suche ich ja Ruinen. Und in Wahrheit habe ich bis jetzt noch gar nichts gemacht hier in der Folge. Was ist denn das da? Ach, ein Lavapool, natürlich. Liegt ja auf der Hand. Da hinten ist Schnee. Juhu. Oh, 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 oh. Ich hätte vielleicht doch wieder ein Boot basteln sollen, ich Professor. Komm, das mache ich mal eben nochmal. Also man kann sagen, was man will. Hier in dieser Folge ist wirklich viel schief gelaufen bisher. Eigentlich fast alles. Aber wir haben einen richtig geilen Spot entdeckt und der gefällt mir echt mega gut. Ich hätte da Bock, direkt wieder was zu bauen, ehrlich gesagt. So, hua. Dann nehmen wir mal ganz kurz Kurs da hinten hin. Hängt das da zusammen mit der Insel? Ich weiß es gar nicht. Dann machen wir eigentlich nur Landschaftserkundung, Folge 900. Naja, was soll's, ist auch Wurst. Eigentlich wollte ich Ruinen suchen, aber ich glaube, das wäre wohl ein Unterfangen für viele, 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 viele Folgen. Oder für eine ganz neue Map. Hier kommen wir nicht weiter. Pass auf, dann cruise ich hier mal ganz kurz. Eine Schleife, uah.
Hui. Und dann cruise ich außen rum oder latsche ich auf die Insel. Ich glaube aber, die Insel ist gar nicht so groß. Das sieht aus wie eine kleine Schneeinsel. Inmitten dieses Ozeans. Das ist echt ein gewaltiger Ozean, muss man schon sagen. Also das, was sich hier Richtung Süden erstreckt, das ist echt schon immens. So, und da frage ich mich gerade, ob ich vielleicht doch anlegen soll. Eis. Da ist ein Dschungelbiom. Hier muss doch irgendwo... Alter, wir finden hier alle Biome. Alle. Nur wir finden einfach keine Wüste. Das darf doch nicht wahr sein. Ich suche eine Wüste und wir finden alles außer Wüsten. Wir haben Sümpfe gefunden. Wir haben so komische... Na, wie heißt es nochmal? Keine Ahnung. Da wo nur so eine Tundra haben wir gefunden. Alles haben wir gefunden. Nur keine Wüste. Wüste? Na, Dschungel. Aber die Map ist ziemlich geil, muss man sagen. Hätte ich so nicht erwartet, auch nicht mit dem riesigen Ozean. Und da eben der Landstrich war ja auch wunderschön. Ich frage mich ja bis heute, was passiert wäre, wenn wir fürs Let's Play die andere Map genommen hätten. Dann wäre doch alles komplett anders gekommen und wir hätten heute komplett andere Bauwerke. Schon ein bisschen faszinierend. Oder Kausalität, wie es so schön heißt. Oh nö, nicht wieder auf dem Ozean. Ah, Gott sei Dank. Das Tolle ist, dass ich momentan die Dateigröße der Karte einfach so aufblähe durch diese Expeditionsfahrten. Inzwischen wäre es, glaube ich, auch egal, wenn ich in eine andere Richtung fahre. Ich muss ja gar nicht mehr Süden fahren. Boah, cool. Da oben kann man sich auch was super, ein schönes Schloss oder so drauf bauen. Halt! Halt! Ach, Mist. Ich will nicht, dass das Ding unter mir zerschellt. Hier haben wir wieder irgendwelche fliegenden Fragmente. Die wurden immer noch nicht gefixt, wie es aussieht. Ich habe das Gefühl, es wird gleich wieder Nacht. Wir haben jetzt zwar keine Heimatbasis, aber ich bin gewillt, einfach mal hier anzulegen. Ich hoffe mal, die Insel ist ein bisschen größer. Hurra! So, und da haben wir das Boot erfolgreich zerstört. Und jetzt bin ich mal gespannt. Wahrscheinlich hört die Insel gleich hier wieder auf. Nee, nicht ganz. Aber auch cool. Wenn ich doch nur mal wieder ein größeres Land und eine Wüste finden würde. Ich habe das Gefühl, wir finden immer nur Inseln. Das da drüben scheint eine Insel zu sein. Aber ich glaube, wir sind jetzt endlich wieder auf Land. Wobei ich ehrlich gesagt, ich habe null Ahnung, wie weit wir von zu Hause entfernt sind. Es ist doch eine verkackte Insel. Das darf doch nicht wahr sein. Ey, wir müssen doch irgendwo mal ein Wüstengebiet finden. Den Kühen da geht's auf jeden Fall gut. Die haben da irgendwie 2x2 Quadratmeter, wo sie glücklich sind. Haben dann auch 3 Grashalme, an denen sie naschen können. Das ist schon ganz wunderbar. Ich glaube, ich mache gleich nochmal eine Aufnahmepause. Dann spiele ich nachher nochmal weiter, weil das ist jetzt... alles irgendwie anders gekommen, als ich dachte, muss ich zugeben. Mu! Mu! So, noch muss ich ja kein Fleisch für die Reise organisieren. Das heißt, ich lasse die Kühe erstmal. Ah, die sind nur Inseln. Das ist alles nur ein Inselreich. Das sind die Malediven Minecrafts quasi.
Nur halt ohne Malediven. Ach, habe ich schon erzählt, ne? Dass es toll wäre, wenn es sowas gäbe mit so Fischatollen und bla 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 und tralala. Hupsa. Na Schweinis, wie sieht's aus? Der Berg ruft. Der Berg ruft. Es wird dunkel. Oh nein, nein, nein. Bitte nicht wieder an irgendeinem Wasserrand. Ich will auch immer artig sein. Naja, fast immer artig sein. Boah, ich sehe hier kaum noch was. Ehrlich gesagt. Ich hoffe, ich sehe ja Monstren, wenn die angreifen, weil auf dem Bildschirm hier ist gerade sehr, sehr schwarz. Ich mache jetzt mal Folgendes. Kann ich das hier vielleicht, bringt das was, wenn ich, wenn ich hier ein bisschen erhöhe? Ah, weiß ich nicht. Sieht jetzt ein bisschen mehliger aus als vorher. Wo sind denn die Monster? Alter, was ist das für eine Gegend hier? Wo sind wir hier? Was machen wir hier? Ich will doch... Ich sehe nichts. Die Musik passt auf jeden Fall super jetzt. Ghosts and Goblins. Ah, ist eine Blume. Sah aus wie ein Dämonenschädel. Dämonenschädel! Der sieht aber merkwürdig aus. Alter, ich sehe gar nichts. Und die Zombies sehen gesichtslos aus. Zombies! Zombies! Ich töte euch! Komm schon! Komm schon! So, da oben. Schafe. Naja, Schafe will ich nicht töten. Auch wenn ihr gerade nicht viel seht. Das liegt daran, dass es gerade Nacht ist. Ich hoffe, ihr wisst das. Eigentlich sollte es doch jetzt ein bisschen heller sein. Ich habe die Shader doch entsprechend angepasst. Wieso ist es denn jetzt so rotzedunkel? Ich probiere mal gerade was. Optionen, Shader. Nehme mal die Standarddinger. Und jetzt mal Shader wieder, zack. Manchmal frisst ihr das nicht ganz. Ist das jetzt heller geworden? Wen haben wir denn da? Wen haben wir denn da? Lalalala. Was sind das für komische Geräusche? Wo ist er? Komm! Hallo? Ist er weg? Hat er... Ah, hat er Angst, wollte ich gerade fragen. Ach, der hat sich noch einen Block geholt, um mir auf den Kopf zu hauen, der Sack. Irgendwas zischt hier auch merkwürdig. Hilfe! Hilfe, Hilfe! Hilfe, Hilfe! Wo ist er? Komm schon! Ja, behind me! Zumindest hat er ja den Enderman ein bisschen mitgenommen. Alter, wieso gucke ich dem ständig in die Fresse? Das darf doch nicht wahr... Der landet auch immer so ungünstig. Alter, wie viel verträgt denn der? Alter! Und keine Enderperle. Schämen sollte er sich. So, jetzt wieder runter. Alter, wo kam der Creeper bloß her? Ich habe keine Ahnung. Da oben steht ein Zombie. Den kaschen wir uns auch. Dann haben wir wenigstens ein bisschen Action. Wo haben die Zombies ihre Gesichter? Und die Arme fehlen. Put, 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 put.
So, wo ist der andere? Hier war doch gerade noch einer. Oh. Wo ist er hin? Alter, der darf mich hier nicht runterkloppen, der Fraggle. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Behind you. Ich sehe dich. Ich sehe dich nicht. Ich sehe dich. Alter, wo bist du? Ich sehe dich. Ich sehe dich. Immer noch keine Perle. Verdammte Axt, das gibt's doch gar nicht. So, geht die Nacht noch lange? Muss ich noch lange aushalten? Ich glaube, es wird bald morgen. Wenn es morgen wird, mache ich eine kurze Aufnahmepause. Nein, Skelette. Ich hasse Skelette. Aber ich bin da super gerüstet heute. So, und hier wieder so ein... Alter, ein amputierter, ein arm amputierter Zombie. Der kann mir doch gar nichts tun. Der kann gegen mich laufen die ganze Zeit. Eine Kopfnuss geben oder mich treten. So, hier ist ja sonst nicht mehr so viel los. Ich setze hier nochmal Fackeln hin überall. Falls man mal später irgendwann... Scheiße. Wiederkommt. Wird man sich bestimmt freuen, dass da Fackeln sind. Aber eine Wüste haben wir immer noch nicht gefunden. Obwohl wir gerade so ein bisschen Nacht-Action hatten. Ich glaube, hier loszulaufen war... die dümmste Idee ever. Ich vermisse ja mein Zuhause, aber ich werde mich auch nicht töten lassen, um nach Hause zu kommen. Dafür haben wir zu wertvolle Klamotten an und so weiter und so fort. Hoppa, hoppa, hoppa. So, da haben wir, glaube ich, die nächste Mini-Insel. Ich frage mich, was mit den Zombies los ist. Die sehen so gesichtsamputiert aus und die Spinnen leuchten im Dunkeln. Ich glaube, da ist noch irgendwo irgendwas suboptimal. Alter, wie... Ach so, mit der ich schlag dir mit deiner Fackel, ich Idiot. Schön, die vertraut die Fackel. Jetzt setze ich hier auch mal eine hin. Wird uns wahrscheinlich nichts helfen. Alter, das gibt's doch nicht. Wie viele Schluchten? Die ganze Karte ist auch so, nur besteht aus Schluchten quasi. Spinni! 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 Na, super. Alter. Die sehen schon schlimmer aus als die normalen Zombies. Das... Nein! Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt hat der Creeper hier auch noch ein Loch in den Ozean gerissen. Und in den Baum und überhaupt überall rein. Der hier besteht aus Feuer? Was sind das für komische... irgendwas ist da noch falsch. Ich entschuldige mich schon mal vom Voraus. Da muss ich noch ein bisschen basteln, glaube ich. So, und da bricht ein neuer Tag an. Und ich sehe bereits eine Spinne und einen Creeper. Beide nehmen natürlich Kurs auf mich. So, verpiss dich, du Arschlappen. Geronimo! So. Bling, bling, bling. Bling, bling, bling. Oh, guck mal. Schau mir in die Augen, Kleines.
Irgendwo war ja noch ein Zombie, ich weiß nicht wo, aber auf jeden Fall mache ich dann jetzt gleich mal Aufnahmepause. Ja. Alter, trifft mich doch nicht so oft. Kann mich hier nichts reinschubsen. Ich kann nichts tun, die Neugier. Boah. Nice. Und vielleicht esse ich aber vorher mal ein Brötchen. Ist ja gerade morgens, da können wir ruhig mal frühstücken. Wenn wir schon mal dabei sind, dann holen wir uns mal ein paar Experience hier. Schaden kann es ja nicht. Ach du Heilige. Ich mach mal ganz kurz. Das sieht so ein bisschen scheiße aus hier bei den Grafikeinstellungen. Die Helligkeit auf 50 sieht irgendwie blöd aus. Kommt dann nicht mehr so geil. Das hier ist jetzt auch nicht viel besser. So, wir haben keine Fackeln mehr. Was ich jetzt mache ist, ich nehme nur die Kohle mit. Für ein bisschen Experienze. Ich will gar nicht so lange die Höhle erkunden, ne? Nicht, dass er denkt irgendwie, oh Mensch, der Gronkh, der wollte das so mit Fratzenkamera machen, pipapo. Oder sonst irgendwas. Nein. Wir machen das pragmatischerweise nur wegen den Leveln, die man jetzt übrigens auch in Zauberbücher speichern kann. Ich weiß noch nicht genau wie, das werden wir bestimmt noch rausfinden. So, ein bisschen Eisen können wir uns auch mitnehmen eigentlich. Und jetzt zusehen, dass wir wieder irgendwie rauskommen. Die ganze Reise war ein Reinfall, eine Katastrophe. Aber Folge 900 ist ein super Test für das neue Aufnahmeverfahren, was hier immer noch läuft. Ui, 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 ui. Funktioniert bis jetzt superst. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Ich will eine Wüste haben, verdammt nochmal. Ich finde alles nur keine Wüste. Ich fürchte, die nächste Folge werde ich damit beschäftigt sein. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, wenn die nächste Folge eventuell auch wieder Überlänge hat. Weil ich glaube, da werde ich einfach wieder zurücklaufen. Das mit der Ruine, das kann ich mir aus dem Kopf schlagen, weil ich kann hier keine 3-Stunden-Folge draus machen. Das würde ich gar nicht schaffen zu rendern und so. Und außerdem habe ich das Gefühl, wir finden alles, nur keine Wüste. Wir finden das Gegenteil von Wüsten. Wir finden alles, wir finden nur keine Wüsten. Es tut mir furchtbar leid. Und ich will nicht da nochmal über den Ozean jetzt. Das darf doch nicht wahr sein. Die ganze Karte ist ein einziger Ozean. Wurde das geändert bei Minecraft, dass da jetzt alles nur noch mit Ozean verbunden ist? Das würde ich mich ziemlich schade finden, um das mal höflich zu formulieren. Und die Schatten sind schon wieder so dunkel. Komisch. Tja, keine Ahnung. Ich glaube... Naja, ich mache jetzt mal eine Aufnahmepause. Ich nehme nachher noch weiter auf. Ich mache jetzt nochmal ganz kurz Pause. Ich muss nämlich noch dringend was essen, sonst falle ich ja vom Stuhl. Ich nehme irgendwie ununterbrochen seit 5 Stunden auf, glaube ich. Und jetzt muss ich erstmal einen Happen essen. Wir sehen uns hoffentlich gleich wieder. Ich...